Peace Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Wir schreiten Gott sei Dank so langsam in die wärmeren Jahreszeiten hinein oder in die wärmere Jahreszeit hinein. Heißt, Temperaturen steigen, Jacken, die man trägt, werden dünner. Daher bin ich heute hier, um euch etwas zu inspirieren. Zwecks Übergangsjacken. Ihr habt zwar im Thumbnail und im Videotitel wahrscheinlich schon erlesen und ersehen können, das Video. Oder ich möchte euch so ein bisschen Inspiration mitgeben auf den Weg, falls ihr schon, oder falls ihr besser gesagt, noch eine Übergangsjacke sucht. Wenn ihr schon eine habt, umso besser, seid ihr ausgestattet. Würde mich dann tatsächlich sehr gerne mal freuen oder sehr gerne interessieren, welche Übergangsjacken ihr habt oder welche Jacke an sich ihr habt. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich bin immer sehr, sehr offen für Übergangsjacken, weil das so mit mein Lieblingskleidungspiece ist, wenn man das nennen kann. Wie gesagt, das Video soll als Inspiration dienen. Ich zeige euch gleich zwei, drei Jacken von mir, die ich selber habe. Und dann zeige ich euch auch gleich nochmal zwei, drei Jacken oder paar mehrere, die ich mir gestern rausgesucht habe, die ich sehr fresh fand und wo ich mir dann auch dachte, die ich euch nicht vorenthalten will. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir fangen an mit den Jacken von mir. Ich habe ehrlich gesagt zu viele Übergangsjacken. Wenn ihr mich schon etwas länger verfolgt oder schon ein, zwei Übergangsjacken-Videos von mir gesehen habt, habe ich das jetzt, glaube ich, schon das vierte oder fünfte Mal erwähnt, aber das ist leider immer noch der Fall. Normalerweise braucht ihr eine, höchstens zwei, eine dunkle und eine helle, damit ihr das vielleicht outfit-technisch ein bisschen besser kombinieren könnt. Aber ich habe tatsächlich fünf oder sechs, trage davon auch ehrlich gesagt nur zwei oder drei, deswegen hängen einige unnötig im Kleiderschrank. Ich habe mir mal so die besten von mir, würde ich jetzt einfach mal sagen, rausgesucht, um euch die einfach mal kurz zu zeigen und wie gesagt, euch ein bisschen zu inspirieren. Wir fangen an mit der Jacke von Zara. Alle Jacken, die ich euch jetzt vorstelle, sind unten in der Videobeschreibung als Link verlinkt, wenn es die noch geben sollte. Ich bin 1,86 groß, wiege aktuell 91 Kilo, damit ihr das so ein bisschen als Vergleich habt. Einige Jacken sind in M, einige Jacken sind in L, die werde ich euch aber auch gleich nochmal erwähnen. Die Jacke, die ihr jetzt seht, ist in einer Größe L. Ich glaube, die gibt es bei Zara nicht mehr. Wenn, wie gesagt, sie noch da ist, ist der Link unten mit drin. Ihr werdet auch sehr viel Jacken von mir sehen oder allgemein auch in diesem Video sehen, die in diesem Harrington-Style sind, heißt mit diesem Kragen hier oben und dann einfach kleine Jacken vom Ding hier, weil das so mein Lieblingsstyle ist, wenn man das so sagen kann. Ihr habt die Jacke gerade von Zara gesehen, mit so einem, in so einem ganz, ganz, ganz dunklen Blau mit weißen Ziernähten oder mit weißen Akzentnähten. Eine sehr, sehr frische Jacke. Ist ein bisschen stiffer vom Material her, aber finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Solange die Jacken unten offen sind und man das schön layern kann mit einem T-Shirt darunter oder mit einem Hoodie oder was auch immer, spricht mich das immer sehr an. Ihr wisst, wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich das unten, egal mit welchen Pieces es immer eigentlich mag, wenn es unten breiter ist, damit man das schön layern kann und das nicht unten so ewig zusammenzieht. Dann eine Jacke, die eigentlich immer bei mir vorkommt, die ich auch wirklich sehr, sehr liebe und ich glaube auch tatsächlich meine Lieblingsjacke ist, ist die von ADR. Ist ein bisschen kostenspieliger, liegt bei 250 Euro. Die gibt es, glaube ich, auch noch in jeder Size, wie gesagt, links unten drin. Ich finde die Jacke wirklich sehr, sehr, sehr stabil. Vor allem, wenn man die mit der fast passenden Hose, weil die Jacke ist ja so laminiert oder gewachst auf den, vom Ersehen her, wenn man das so sagen kann. Und wenn man dann mit so einer mäßig ähnlichen Hose das kombiniert, finde ich persönlich, kommt das schon wirklich sehr, sehr clean. Ich habe die Jacke in einer XL. Ich glaube, L wäre mir, oder L würde die passendere Größe für mich sein, weil das an den Ärmeln so ein bisschen zu groß ist. Aber genau, die Jacke ist eigentlich immer mit drin. Wie gesagt, ist meine Lieblingsjacke sehr, sehr fresh, aber dementsprechend leider auch ein bisschen kostenspieliger. Dann eine ganz normale, also ich finde, so eine Jacke, wie ich sie euch jetzt zeige, von Topman. Ich habe die gleiche Jacke bei Bershka, glaube ich, gefunden, oder bei Weekday. Die blende ich euch danach ein. Braucht vom Ding hier jeder so eine schwarze, schlichte Jacke. Einfach, wo keine Nähte, keine Designs oder sonst was drauf ist. Ich glaube, sowas braucht vom Ding hier jeder. Einfach so ein Basic Piece, was man eigentlich fast mit allem kombinieren kann. Wie gesagt, die ich mir damals vor zwei Jahren, glaube ich, von Topman geholt, für so ein ASOS, von der Marke Topman, für mich lügen 40, 45 Euro und seitdem trage ich sie wirklich im Frühling oder im Herbst, ich will nicht sagen daily, aber schon sehr, sehr oft. Deswegen, ich denke schon, dass jeder so eine Basic-Jacke haben sollte. Wie gesagt, man kann sie fast zu jedem kombinieren. Eine Jacke wollte ich euch noch ganz kurz zeigen, weil die Jacken bis jetzt waren ja immer relativ eintönig und dunkel. Dann habe ich mir noch vor drei Jahren die hier geholt von Zara in einem Cord-Stoff, die auch geisteskrank ist, die ist aber ein bisschen dicker, die ist von innen gefüttert und die gefällt mir auch wirklich sehr. Die hatte ich damals vor ein, zwei Jahren Nordrock Daily an. Wirklich sehr, sehr cleaner Stoff. Ich hatte für die, glaube ich, 60 Euro gezahlt. Immer noch qualitativ top. Die werdet ihr jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr finden, aber vielleicht, wie gesagt, kann ich euch so ein bisschen inspirieren, auch mal auf andere Materialien zu gehen oder andere Stoffe besser gesagt, wie zum Beispiel Cord. Auch wirklich sehr, sehr cool. Wenn das ein guter Cordstoff ist und wirklich auch super verarbeitet ist, kann man das wirklich ohne Bedenken tragen. Ob es jetzt eher eine Jacke ist, die eher dünner ist oder wie jetzt in dem Fall ein bisschen dicker, weil die von innen noch so wattiert ist, heißt so leicht gepuffert, ist das schon ein wirklich sehr, sehr cooles Piece, womit man auch nichts falsch machen kann. Kommen wir zu der Jacke von davor zurück, von der Topman-Jacke. Da habe ich euch jetzt auch einmal ganz kurz, ich muss einmal selber schauen, von wem das war, weil ich hatte so eine ähnliche gefunden. Von Weekday, genau, ist mäßig fast 1:1 die gleiche, deswegen würde ich einfach mal sagen, wir steigen bei Weekday ein. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nur ein Bild gehabt, weil Weekday auch nur ein Bild hatte. Aber wenn euch die Jacke von mir von vorhin zugesagt habt, habt ihr hier fast mäßig 1:1 die gleiche. Ich glaube sogar auch aus dem gleichen Material, aus Nylon. Die ist auch so ganz
dünn, ganz leicht wattiert, heißt so ein Dickchen dicker, auch von Weekday. Ich glaube, die war bei 60 oder 70 Euro bei Weekday. Habe ich mich umgeschaut und ich habe die Jacke gefunden, die ich euch jetzt gezeigt habe. Und dann auch einmal die hier, die ich eigentlich auch ganz cool fand, auch mit dieser Waschung von diesem Stonewash Grey und dann diesem verwaschenen Stonewash Grey. Weekday hat coole Jacken, aber die sind leider teuer. Diese Jacke, die ich euch jetzt gerade zeige, liegt, glaube ich, bei 60 oder 75 Euro, irgendwie sowas. Und ich finde, für so eine Jacke ist das schon teuer. Wenn euch so eine Jacken zusagen, dann schaut gerne mal bei ASOS vorbei, weil die haben da immer mal wieder sehr stabile Preise und auch sehr stabile Deals und auch tatsächlich relativ häufig in der letzten Zeit Sales. Heißt, wenn euch das zusagt, geht gerne mal bei ASOS vorbei. Bei ASOS ist aber manchmal das Problem, dass die Jacken nicht so eine gute Quali haben. Deswegen müsstet ihr da vielleicht die Jacke mal bestellen, anziehen, gucken, ob euch die passt oder nicht und dann wieder zurückschicken. Aber ich hatte das persönlich bei mir auch manchmal, dass ich bei ASOS Jacken bestelle und die dann zu stiff sind. Der Fit ist dann irgendwie nicht so, wie es auf dem Model angegeben ist oder wie es auf dem Model aussieht. Deswegen habt ihr bei ASOS manchmal so Probleme, wenn das irgendwie so, ich sag mal jetzt, No-Name-Brands sind oder Brands, die man nicht kennt. Deswegen müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Genau, Weekday haben wir durch. Waren einige coole Jacken dabei. Die zwei, die ich euch jetzt gezeigt habe, waren somit die besten. Deswegen würde ich mal sagen, wir steigen bei Zara ein. Zara, muss ich euch sagen, macht in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr stabile Sachen. Die rutschen immer mal wieder sehr häufig oder vermehrt in diese Streetwear-Szene mit rein. Und die haben in der letzten Winterkollektion sehr stabile Hosen gehabt, sehr stabile Jacken, auch so für Winterjacken oder für Herbstjacken damals, auch sehr stabile Pieces. Heißt, ich könnte mir vorstellen, dass Zara in der nächsten Zeit auch sehr, sehr viele Pieces auch wieder in diese Richtung rausbringen wird und auch wieder so ein bisschen in die, sagen wir jetzt mal, Fashion-Bubble mit reinrutschen wird. Der ein oder andere YouTube-Kollege hat da auch schon mal Videos über Zara gemacht. Und ich muss sagen, wenn die so stabile Pieces bringen, zu den Preisen, die sie haben, es ist nicht verwerflich. Also man kann sich da sehr gerne mal bei Zara umschauen. Wie zum Beispiel mit dieser Jacke ist eine, wie gesagt, wieder eine Harrington-Jacke. Ich habe euch gesagt, dieser Jackenstil wird sehr häufig vorkommen, weil der einfach für mich der fresheste Jackenstil ist. In einem sehr hellen, in einem sehr coolen Colorway. Wenn ihr etwas mit Farben spielen wollt, könnt ihr da mit der Jacke, glaube ich, nichts falsch machen. Ansonsten geht es weiter mit dieser Lederjacke. Ich bin euch ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, ob das wirklich Leder war oder Kunstleder. Wie gesagt, die Links von den Jacken sind unten drin. Da könnt ihr euch das gerne nochmal genauer anschauen. Mir hat die Farbe sehr gut gefallen. Sieht für mich so aus wie so ein Khaki-Grün, Olivgrün-mäßig. Diese Nähte oder diese Details, die hatte ich zum Beispiel am Kragen nochmal oder über die Brust und dann hier an den Taschen nochmal, finde ich sehr cool. Kommt wirklich sehr stabil. Ebenfalls auch der Bund unten ist breit. Da kann man das, wie gesagt, sehr cool layern. Wir machen weiter mit dieser Jacke. Das ist so mäßig die ähnliche von Weekday. Ein bisschen günstiger. Ich glaube, die lag bei 50 oder 55. Wie gesagt, links und unten drin. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Ich finde, Zara stylt die Jacken hier immer so ein bisschen weird, weil die den Kragen jetzt zum Beispiel bei dem Model oben nach oben geklickt haben, was so ein bisschen weird aussieht, finde ich. Deswegen ist das auch immer so ein bisschen das Problem bei Zara, wie gesagt, dass sie die Sachen komisch stylen und sie dann auch komisch aussehen und man dann vielleicht denken könnte, okay, das passt mir nicht. Deswegen finde ich eigentlich immer optimal, entweder in den Laden zu gehen oder euch das nach Hause zu bestellen und euch anzuprobieren, weil so mit dem selbstständigen Anprobieren kann man immer noch mal sehen, ob einem das auch wirklich gefällt oder nicht. Dann gab es die Jacke, das war die gleiche oder fast die gleiche wie davor. Hier hat mir der Colorway sehr, sehr gut gefallen, in so einem Mint-Lime-Green, wenn man das so sagen kann. Da habt ihr aber auch nochmal den Kontrast mit dem Kragen drin. Auch hier unten ist der Bund wieder breit. No joke, das wäre zum Beispiel so eine Jacke, wo ich mir denken würde, okay, die würde ich mir holen. Wie gesagt, ich muss mich mal ein bisschen beherrschen, weil ich schon zu viele habe. Aber die würde ich mir definitiv auch selber holen, hätte ich nicht noch oder hätte ich nicht zu viele. Also die ist somit mein Favorite, die ich rausgesucht habe bis jetzt. Dann gefiel mir die hier auch sehr cool. Eine Bomberjacke aus Leder in so einem Vintage-Look. Heißt so ein bisschen used auf den, zerkratzt, genutzt auf den. Aus angeblich echtem Leder. Die war auch, glaube ich, bei 200 Euro von Zara. Die fand ich auch cool. Bomberjacken an sich sind auch sehr, sehr coole Hosen. Hosen wahrscheinlich, Jacken. Aber ich habe bis jetzt noch nicht so richtig die Bomberjacke gefunden, die mir persönlich so gefällt, dass ich sie auch behalte. Ich hatte mir ja letztens die Bomberjacke von No Face Studios bestellt, die ich dann aber wieder zurückgeschickt habe für 250 Euro. Waren da mir ein bisschen zu viele Flaws im Nachhinein mit dran. Vor allen Dingen das mit diesen Fusseln. Wenn ihr euch das Video angeschaut habt, wisst ihr, wovon ich rede. Ansonsten könnt ihr euch das Video auch gerne nochmal anschauen. Aber genau, Bomberjacken eigentlich auch sehr cool, wenn sie denn ordentlich gemacht werden. Es gibt einige Bomberjacken, die zu, ich sag mal, gebombert sind, gepuffert sind. Da sieht man dann auch so ein bisschen aus wie ein Michelin-Mann. Die hier sieht aber eigentlich stabil aus. 200 Euro vielleicht ist für den einen oder anderen zu viel, was ich auch verstehen würde. Aber ich habe es einfach mal da reingenommen, weil wir bis jetzt tatsächlich nur Harrington-Jacken hatten und wir jetzt mal einen anderen Stil haben. Dann kommen wir zu ASOS. ASOS hat auch, wie gesagt, vorhin oder wie vorhin schon erwähnt, sehr stabile Jacken. Hier mal etwas anderes, zwecks Farbe, aber hier auch wieder diese Harrington-Style-Jacke. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich finde den unnormal fresh, also diesen Style einfach. Ihr habt die oben im Kragen, dann sind die Jacken eigentlich immer sehr cool.
geschnitten vom Ding her. Die Farbe hier vielleicht ein bisschen gewagter als die Jacken davor, aber ich finde für den Frühling in so einem verwaschenen Orange kommt das eigentlich gar nicht so schlecht. Auch wie das Model hier das trägt und kombiniert hat mit dem weißen T-Shirt und der dunklen Hose. Sieht eigentlich sehr cool aus. Wie gesagt, links und unten drinnen, wenn euch die Jacken zusagen, schaut euch die gerne an. Wenn nicht, dann nicht. Kommen wir zu der zweiten Jacke von Asus. Erinnert mich sehr stark an die Jacke von Zara, die ich euch vorhin gezeigt habe. Aber auch hier, wie gesagt, Link unten drin. Ich glaube, die war günstiger als die von Zara. Hat auch nochmal einen anderen Look oder einen besseren gesagt eine andere Farbe. Auch wieder mit dem Akzent an dem Kragen. Könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Die hier war, glaube ich, sogar relativ gecropped. Sieht zumindest auf dem Model so aus. Dann habe ich euch noch eine Jacke rausgesucht von Asus, die so ein bisschen noch gecroppter aussieht. Daher oder dafür aber diesmal einen Bund hat, der eng ist. Wäre für mich, wie gesagt, nichts, weil wenn man das schon am Model so ein bisschen sehen kann, dass das T-Shirt da unter sich so sammelt und ich bin gar kein Fan davon, wie gesagt, dass das T-Shirt oder dass sich die Sachen, egal ob es T-Shirt ist, ein Hoodie oder sonst was, darunter sammeln. Aber vielleicht ist da draußen ja jemand, der genau so eine Sache sucht oder besser gesagt so eine Jacke sucht. Wie gesagt, links unten drin könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Genau, dann gibt es natürlich auch noch 1000 andere Jacken von den ganzen Streetwear-Brands. Returnity ist gerade noch im Sale, habe ich euch jetzt ja mal eingeblendet. Sind unterschiedliche Jacken für einen sehr, sehr guten Preis zum Teil zu haben. Heißt, wenn ihr da vielleicht noch irgendwie was sucht und ein Returnity-Fan seid, könnt ihr da sehr gerne zuschlagen, wenn ihr noch nicht zugeschlagen habt. Genau, hier zum Beispiel diese blaue Track-Jacket von 170 auf 70 jetzt aufgerundet, runtergesetzt und dann auch nochmal zum Beispiel diese Bomber, die ihr unten links seht, für von 200 auf 60 Euro. Müssen wir schauen, ob eure Größen noch da sind, aber wie gesagt, wenn ihr Returnity-Fans seid, könnt ihr da gerne auch nochmal zuschlagen. Und welche Jacke ich auch schon einmal erwähnt habe, ist diese Bomberjacke hier von Colors Clothing Company oder von Triple C. Finde ich auch sehr, sehr stark. Mir gefallen diese Taschen sehr. Das ist so eine Utility-Bomber, glaube ich, nennt man das. Ich muss sagen, ich hätte die Jacke noch fresher gefunden, wenn der Bund unten breiter wäre. Aber ich glaube, so würde die Jacke dann ein bisschen weird aussehen, weil diese Taschen vorne richtig dick sind. Ich glaube, wenn es dann unten noch dieser engere Look ist, sieht das ein bisschen besser aus. Habe ich jetzt zumindest so im Kopf oder vorm Auge. Kragen ist auch mal was anderes. Mäßig so ein Stehkragen. Ich weiß gar nicht, ob man den knicken kann, aber sieht, finde ich, auch so super aus. Zumindest jetzt so am Model. Und genau, die Jacke ist, glaube ich, gerade sogar im Sale. Gibt es auch noch in unterschiedlichen Farben und auch noch in unterschiedlichen Größen. Wie gesagt, links unten drinne. Wenn euch das zusagt, guckt ihr oder schaut euch das gerne an. Ebenfalls sehr wahrscheinlich jede x-beliebige deutsche Streetwear-Brand oder allgemein Streetwear-Brand bringt ja noch Jacken raus. Wie gesagt, ich glaube, das Video ist noch ein Tickchen, so 1, 2, 3 Wochen vielleicht noch zu früh. Aber ich dachte mir, ich frühstücke das Thema jetzt schon ab. Wie gesagt, die ganzen Streetwear-Brands werden deren Frühlingskollektion ja noch droppen. Peso hatte zum Beispiel mal mit diesem Bild in der Story was angeteasert. Für mich persönlich die Farbe eher schwierig, aber der Stoff sieht eigentlich relativ cool aus. Ist so mäßig fast der gleiche Stoff wie zum Beispiel der Cardigan hier. Ich bin ja ein sehr großer Fan von solchen Sachen. Deswegen kann man da oder sollte man da vielleicht das Auge noch offen halten. Wie gesagt, auch andere Streetwear-Brands wie zum Beispiel Trendvision, Returnity Peso, also die ganzen großen, die man so kennt oder die gängig sind, sollten ja auch noch Jacken droppen. Deswegen haltet das im Auge. Das war's vom Video. Wie gesagt, ich wollte euch so ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben. Wenn das gelungen ist, dann freut es mich. Wenn nicht, dann muss ich es nächstes Mal besser machen. Wie gesagt, wenn ihr schon Jacken habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, wie sehr ich bin. Bin vor allem Dingen bei Übergangsjacken offen oder habe ein Ohr offen und ein Auge offen dafür, dann vielleicht auch mal noch eine Jacke sich zuzulegen. Ich muss aber davon erstmal natürlich ausmisten, weil wie gesagt, ich habe 6 bis 7 im Schrank hängen, ziehe davon nur 2, 3 an, deswegen müsste man da erstmal ausmisten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer mit eurem Support oder über euren Support freuen mitnehmen. Däumchen nach oben, wie gesagt, Däumchen ist ein Träumchen, ebenfalls mit einem kostenlosen Abo auf diesem Kanal. Unterstützt mich, wie gesagt, immer sehr. Danke dafür im Voraus und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf. Bis dahin. Peace.